Das hat sich alles ein bisschen verändert. Jetzt ist er 1,71 oder 1,72. Gewichtsmäßig auch 58, 59. Das ist anders als 48 Kilogramm, aber brav, brav, Manuel Fettner. So, und damit sind die Österreicher durch, also. Da müssen wir nicht mehr diskutieren, denn da kommt hinten noch ein Andi Kofler, der zwar mal in am Kulm zur Skiflug-WM vergessen. Ja, das, da waren allerdings auch die Verhältnisse nicht die einfachsten. 104,5 Meter. Und da ist er auch jetzt in einer ganz anderen Form. Sorry, Manuel, du warst nicht der vermutete Schwachpunkt in der österreichischen Mannschaft. Ganz im Gegenteil. So, damit ist diese Klassifizierung eigentlich festgezurrt. Ein Bild, was wir von Beginn an des Wettbewerbs hatten. Alex Pointner, erfolgsverwöhnt, was die Mannschaft angeht, natürlich. Aber er sagt selbst, Erfolge, keine Höcke, kann man nicht genug haben. Und deshalb genießt er es auch mit jedem Wettkampf.